Wer meinen Kanal hier schon ein bisschen länger verfolgt, der wird gesehen haben, dass ich ja in den letzten, naja, ich sag mal 12 bis 15 Monaten so einiges angeschafft habe und auch so einiges vorgestellt habe. Nicht alles, was ich hier heute liegen habe, habe ich auch vorgestellt. Aber ich habe mal ein kleines Top 5 Ranking erstellt von den Dingen, die mich am meisten überzeugt und begeistert haben. Hallo ihr Rohdatenverwerter und herzlich willkommen zu meiner Top 5 der besten Fotogadgets, die ich mir im letzten Jahr bzw. in den letzten 12 bis 15 Monaten angeschafft habe. Wir steigen gleich ein und gehen auf Platz 5, denn Platz 5 belegen meine Blitze, die ich mir letztes Jahr extra gekauft habe, und zwar für die Sony. Und zwar habe ich mir da mehrere Godox gekauft. Zum einen für auf die Kamera zu setzen, diesen TT350S. S ist immer für Sony in dem Moment. Und der hat eine Leitzahl von 35, reicht absolut aus, wenn man hier so einen Tupperdeckel drauf hat. Ich habe den sowieso immer noch runtergeregelt und dafür habt ihr nicht so viel Gewicht auf der Kamera. Dann habe ich, wenn ich ein Mehrpunktlicht setze, noch mehrere von diesen TT600 Blitzen. Die sind ein bisschen größer, haben eine Leitzahl von 60. Können aber kein TTL, der kleine kann TTL und HSS, dieser kann HSS. TTL brauche ich eh nicht so häufig oder eigentlich fast nie, weil ich lieber auch mit Blitzen manuell arbeite. Da ist mir HSS schon ein bisschen wichtiger, weil von diesen großen Blitzen habe ich zu Shootings immer einen mit in der Fototasche, dass ich auch mal wirklich Gegenlicht blitzen kann oder auch mal, wie ich es gerne mache, Blende 22 gegen die Sonne und dann das Model oder das Brautpaar aufhellen mit so einer schönen Sternsonne im Hintergrund. Das kann man hiermit dann doch schon machen, wenn man nicht genug dran geht. Dazu habe ich mir dann noch den Funkauslöser gekauft, mit dem ich diese Blitze ansteuern kann und auch hier über dieses Display dann und über die Knöpfe und das Rädchen die Belichtung aus der Ferne einstellen kann. Das ist sehr angenehm und habe mir dann noch diesen Empfänger gekauft. Wenn ich meinen Jinbei Porti mitnehmen möchte, dass ich den auch ansteuern kann und auch HSS blitzen kann, also Highspeed blitzen kann, bis zu einer 8000stel Sekunde Verschlusszeit. Dann kommen wir zu Platz 4. Den belegt die Mavic Air. Und zwar bin ich immer noch ziemlich zufrieden. Ich habe bei meiner Mavic Air oder bei meinem Mavic, der Copter, ich sage immer der Copter, habe ich noch keine Verbindungsabbrüche gehabt. Ich habe wahrscheinlich ein sehr gutes Modell erwischt. Es ist zwar nur ein WLAN-Signal, was da zwischen Copter und der Fernsteuerung übertragen wird, aber bei mir funktioniert das ganz gut und wir dürfen in Deutschland eh nur auf Sicht fliegen und da können wir eh nicht so weit wegfliegen und ich hatte auch bisher noch keine Verbindungsabbrüche, selbst wenn ich mal in anderen Ländern mal ein bisschen weiter geflogen bin. Platz 3, da kommen wir zu Optiken und zwar stellvertretend für noch zwei wirklich ganz tolle Optiken von Sony, nämlich dem 55mm 1.8 Sony Zeiss und dem 35mm 1.4 Zeiss Distagon für Sony, habe ich einfach mal auf Platz 3 dieses 28mm 2.0 gesetzt. Aus dem Grund, weil dieses Objektiv vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich großartig ist. Das kostet nicht viel, es ist wirklich ein sehr, sehr günstiges, natives Sony-Objektiv. Viele sind ja immer am Schimpfen, dass Sony-Objektive so teuer wären im Vergleich zu anderen spiegellosen Objektiven im Vollformatbereich. Finde ich es mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Aber dieses kostet, ich weiß gar nicht, 350 Euro mittlerweile. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst gerade. Aber es war auf jeden Fall nicht so teuer. Und was mich total begeistert, dass es hierfür so ein
kleinen Telekonverter gibt, der auch nur 250 Euro kostet. Und dann habe ich für 250 Euro mehr, nämlich nicht nur ein 28 mm, sondern ein 21 mm, was quasi über ein Bajonett hier auf das 28-2.0 draufgeschraubt wird. Und dann habe ich ein 21 mm 2.8. Und das Tolle ist, durch dieses Bajonett, ich glaube, das ist irgendwie magnetgesteuert, werden die EXIF-Daten von dem Konverter auch gespeichert. Das heißt, in den EXIF-Daten steht dann auch drin 21 mm 2.8. Und die leichte Vignettierung kann man eigentlich vergessen. Das können wir im Lightroom alles wieder richten oder im Photoshop oder wie ihr mögt, mit was ihr arbeitet. Platz 2. Da kommen wir gleich natürlich zu der passenden Kamera dazu, belegt bei mir die A7 III, nicht die A9, die da jetzt auf dem Stativ steht und mich filmt. Warum ich die A7 III gerankt habe auf Platz 2 ist, weil wir mit dieser Kamera ein wirklich fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Für um die 2000, ich glaube zwischendurch gab es mal Angebote für sogar unter 2000 Euro, 1995 oder irgendwie sowas. Und eine Vollformatkamera mit der Ausstattung und das ist wirklich ungeschlagen. Auch zum Filmen nehme ich diese Kamera gerne, auch wenn sie kein 10-Bit 4K Schlag mich tot kann. Aber ich bin mit den Filmergebnissen sehr, sehr zufrieden und ich habe einen S-Log und das hat übrigens die A9 nicht. Sie kann zwar auch filmen und das kann sie auch sehr gut, aber ich habe zum Beispiel, ich habe nicht mal ein Cine-Bildprofil. Es gibt ja Cine 2 und Cine 3, glaube ich. Das nutze ich hier auch manchmal, wenn ich nicht so krass graden möchte. Und ein S-Log gibt es gar nicht in der A9. Von daher auf Platz 2 die A7 III. Platz 1 wird vielleicht den ein oder anderen verwundern. Trommelwirbel, Platz 1, der DJI Osmo Pocket. Dieses Gerät habe ich eigentlich nur gekauft, weil ich es ausprobieren wollte. Und ich bin total begeistert. Mittlerweile habe ich den DJI Osmo Pocket fast immer in der Tasche, sogar in der Hosentasche oder in der Jackentasche. Ich habe so viel gefilmt mittlerweile. Wenn ihr mein Video gesehen habt, Shooting in Berlin, das gibt es da nochmal. Die ganzen ersten Szenen habe ich mit dem DJI Osmo Pocket gedreht. Die ganzen Stadtszenen und die B-Roll-Szenen sind alle hier mitgedreht worden. Auch der Ton ist super. Ihr hört auch den Ton bei der Anmod und bei der Abmod von dem Shooting in Berlin Video. Da habe ich kein anderes Mikro. Das ist das Mikro aus dem Osmo Pocket. Und ich wollte mir eigentlich eine GoPro kaufen, schon länger. Ich muss sagen, dieses Ding hat eine GoPro für mich ersetzt, hat aber auch die G7X, die ich vorher immer als kleine Kamera dabei hatte, ersetzt, weil eigentlich, na gut, es hat keinen Zoom, aber ich kann eigentlich alles damit machen und ich finde das Bild super. Dann haben wir hier noch so ein paar andere Sachen liegen, die jetzt es nicht ins Ranking geschafft haben. Zum einen habe ich hier den ND-Filter, den Fader-ND-Filter von Somai, den ich eigentlich auch ziemlich gut finde. Viele mögen keine Fader-ND-Filter. Das liegt daran, dass bei den Fader-ND-Filtern, das sind ja quasi zwei gegeneinander gesetzte Polfilter, die man dann dreht und man die dann hier quasi zudrehen kann. Und bei den meisten ist es wirklich so, wenn man die zudreht, dann haben die hier so ein X in der Mitte. Und das hat dieser Somai gar nicht. Und deswegen nehme ich den häufig zum Filmen mit. Ich habe den dann auf dem 35 mm Objektiv drauf und das ist auch die Größe dafür. Tolles Ding vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ist ja auch nicht teuer. Der kostet
Eigentlich nur ein Apfel und ein Ei. Ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf. Ich verlinke euch aber alle Sachen, die ich hier auf dem Tisch habe, nochmal unten in der Beschreibungsbox. Dann das nächste. Ich habe hier noch einen ND-Filter. Hat es jetzt auch nicht so ins Ranking geschafft, weil es nicht wichtig. Andere Dinge waren wichtiger. Aber das ist der ND-Filter für den Mavic Air oder die ND-Filter, der ganze Satz für den Mavic Air von Polar Pro. Auch super ND-Filter. Nur kann ich nur empfehlen. Habe ich ja auch schon Video zugemacht. Schaut einfach mal in meiner Liste nach, ansonsten verlinke ich denen auch das auch noch mal. Eine Sache, die ich auch sehr häufig nutze, die jetzt nur am Rande etwas mit Fotografie zu tun hat, ist diese Powerbank. Das ist die Anker Power Core mit 26.800 mAh. Die hält wirklich lange. Ich kann das iPad 2,5 bis 3 Mal laden, iPhone 4 Mal oder sogar 5 Mal. Und die A7 III kann ich auch damit laden per USB. Da ist ja dieses kleine Netzteil mit bei, wo man halt auch die Kamera dann am Netz direkt den Akku in der Kamera laden kann oder von der Powerbank. Ja, was ist... auch nicht in mein Ranking geschafft hat, ist leider, da bin ich auch ein bisschen traurig, aber wir sind keine Freunde geworden, die Fuji X-H1. Ich habe sie immer noch, weil ich bisher auch nicht unbedingt den Preis bekommen habe, den ich dafür haben wollte. Und da habe ich sie leider, da habe ich sie dann noch ein bisschen weiter zum Filmen benutzt. Und werde sie jetzt noch mal versuchen zu verkaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war heute mal wieder ein etwas kürzeres Video. Nächste Woche gibt es wieder ein etwas längeres Video. Da geht es um Kameragurte und Kamerahaltesysteme. Ich hoffe, das Video war ein bisschen informativ für euch. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Glöckchen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi Kolowski.